Okay, so. Off we go. Wird Stress, dann kommt der. Sollte jetzt eigentlich relativ ziemlich easy sein, oder? Jo. Das sollte im Verhältnis jetzt ziemlich easy sein, weil die so krass sind. So, euch Viecher hier. Ja. Boom. Alter! Quatsch! Boom! Niedergewetzt haben wir sie für wortwörtlich. So. Zack. Boom. Nicht easy. There's the Zoogle we were asked to handle. Level up. So. Killer Gurke ist nie, by the way. Boom. Boom. Und. Quatsch. Oh. War eigentlich unnötig, aber gut, haben wir es geschafft. Hier gibt es noch was zu holen. Mehr Kopfsalat, komischerweise. Okay. Große, große Brücke. Und hier lang. Dann kann ich hier noch eben schnell hin. Gehen wir mal hier mit den Eulenwald. Und das ist auch noch an, was der uns gibt. Wäre so super. Do you sense one of your friends, Hoodle? Ja. Schuhu. Eulen kennt du Gründer, was? Binne und melde 13 Eulen. Allmählich zeigt der einsame Wald wieder gefiederte Lebenszeichen. Oh, okay. Cool. Jetzt fliegt er wieder in seinen Schrott da rein, oder was? Schreck, kriegt er und. Hui! Quatsch. Jedes Mal dasselbe mit ihm. Scharlach Erdgewand. Blaues Erdgewand. Look, it's all the owls we found. I guess this was their way of thanking us for finding them. It looks like they're grouping up by color. Is that a thing? Actually, the color of Danon owl's feathers is based on their maturity and their astral energy element. So maybe they stick to certain groups even if they all belong to the same kingdom. Then I guess that means we can tell just how many owls we found in each domain. They seem to be saying something. Maybe they're thanking us for finding their buddies. Then again, maybe they're telling us that we have more owls to find. I think the Queen is protesting that they shouldn't put undue pressure on us. Maybe he's arguing back that we're the only ones they can actually turn to? Right. Which is why the Queen is worried about sowing any ill will with us. We'll do our best, so don't worry, I think. Can you understand them? Of course not. I'm just inferring. For some reason, when I hear them talk, that's just what I imagine them saying. Oh. Well, I think you're pretty close to the mark, at least. Well, don't worry about it. We're not breaking our backs over this. Oh. I think that was a thank you. Seems like it. From both of them. Hoodle seems happy with this. Isn't that nice, Rinwell? Huh? Oh, yeah. Absolutely. Ja, Rinwell scheint so irgendwie was zu verheimlichen, ne? Und die Königsmann sind wir jetzt hier voll? Ne, hier ist noch Platz. Auf 1, 2 Dingern, obwohl hier ist auch nicht alles besetzt, ne? Aber sagt uns auf jeden Fall, da ist noch Platz.
Dann müssen wir doch mal nachgucken gehen, würde ich sagen, oder? Aber hier haben wir ja schon gefunden. So, haben wir hier Nudeln? Hier haben wir noch Nudeln gefunden. Hier vielleicht? Oh ne, hier waren wir ja schon durch gewesen. Aber hier haben wir auch Nudeln gefunden. Passage, da war nichts. In der Gasse war ein Hudel. Hier haben wir. Was war das denn nochmal? Achso, ach, das war die Katakombe, wo wir dann noch durchgehen mussten. Ah. Hier ist doch ein Reisepunkt. Siehst du mal. Aber da haben wir eigentlich auch alles gefunden gehabt, meine ich. Oder? Ja, ich kann mal gucken. Heute zu eh zu dem Hund, ne? Ist jetzt auf Anhieb nicht, wo noch was sein könnte hier in dem Gebiet. Was noch langsam geht, gibt's mehr, oder? Ist immer noch eingesperrt, okay. Hm. Ist sich jetzt angekettet, weißt du? Na gut. Ich glaube nicht, dass in einem Stockwerk noch ein Hudel ist. Ah, guck mal, hier ist auch noch was. Bei dem Sammelraum. Okay. Schauen wir nochmal. Bestandraum übersehen. Let's have a look. So. Kann ich eigentlich Sachen wieder aufheben? Ne. Die sind natürlich noch nicht gespawnt. So, hinter dem Büro so. Ist da noch ein Nudel versteckt? Hier. Da weht der Wind spalt. Während der bitte. Da landet sich schon mal ein Schlüsselloch. Oh. Hier ist dieser komische versteckte Raum. Okay. Also komme ich hier auch nicht weiter. Dann gehen wir halt mal eben hier hin. Unsere Aufgabe ab. Wo ist der letzte Hudel? Das wüsste ich jetzt gerne. Finally. If only we could have flown. So. Hallo? Lies mit dem Zeug in der Imperia-Wüste. Kommt ihr voran? Als das, wir haben alle für dich aus dem Weg geräumt. Das Gebiet sollte fürs Erste sicher sein. Wow, gute Arbeit. Das macht es deutlich einfacher für viele Leute, in ihr Zuhause zurückzukehren. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Ich glaube, es wirklich für die Leute ist wieder alles gut, sobald sie zurück sind. Ich meine, man muss sich klar machen, alle, die verhaftet wurden, wurden von irgendjemandem angeschwärzt. Wir haben klargestellt, dass es für uns alle ein Neuanfang ist. Vergeltung üben ist Verbotung. Das kann ich ja. Kannst du nicht erwarten, dass die Leute einfach. Ich weiß, eine Regel allein reicht nicht. Glaub mir, ich bin nicht naiv. Aber wir alle müssen uns gut, so gut es geht, aneinander und unserer Vergangenheit stellen. Bevor wir uns in die Zukunft schauen können. Und man kann vermutlich nicht so einfach so tun, als wäre nichts geschehen. Sei doch mal happy, Lore. Wir waren gut dabei. Wir haben den Leuten geholfen. Alles ist gut. Ist noch eine Aufgabe für mich? Ja. Und noch einer. Hey, Bang. Können wir sonst noch was tun, um dir zu helfen? Nun klar, ihr dürft euch bitten, eine kleine Umfrage unter den Leuten zu machen. Was, eine Umfrage? Wir müssen viele verschiedene Meinungen einholen. Wie wir die Stadt in einen lebenswerteren Ort verwandeln können. Aber wegen der ständigen Überwachung unter der Eliten müssen Leute erst noch ihre Stimme finden. Und du meinst, um herauszufinden, wie die Leute denken, wäre es am besten, einfach mit ihnen zu ihnen zu gehen und zu fragen? Genau, kann ich euch aber erzählen? Yeah. Klar, krieg ich hin. Ich bin daran gewöhnt, um herzugehen und mit Leuten zu reden. Du hast doch nichts dagegen, Elfen, oder? Also im Gegenteil, machen wir uns oft ins Werk. Super, danke euch beiden. Dann befragt doch für den Anfang ein paar Leute in der Stadt und schaut, wie es läuft. Laut Umfrage. Okay, das ist jetzt so ein bisschen unnötige Quest, würde ich sagen, oder? Wen sollen wir denn alles fragen? Wird uns wahrscheinlich eh gezeigt. Haupt dich mal, dann kommen wir da. Hallo?
hier und hier. Ja, wenn ihr die Meinung der Stadtbewohner einholt, ist das... Ich hab was, was ihr mit den Silberschwertern ausrichten könnt. Da gehen, dass sie uns Händler endlich frei handeln lassen sollen. Die Strahlungen sind weg, also verstehe ich nicht, woran es hapert. Wenn unter uns gesagt, unsere Nachbarreich Kalger wurde kurz vor unserem Reich befreit, richtig? Also wären wir uns hier noch in den Hintern abfrieren und warten, können wir längst dabei sein, eine ordentliche Wirtschaft zu entwickeln. Richtet ihnen das aus. Ich will nicht, dass die Konkurrenz uns voraus ist. Eieiei, die Konkurrenz. Also einfach eine Konkurrenz für dich. Das tut schon weh. Hier soll niemand mehr fragen. Tja. Wo haben wir denn hier noch einen Hudel? Hudel, Hudel, Hudel. Hudel, Hudel, Hudel. Wir brauchen noch einen Hudel. Und hier sollen wir mal ein bisschen quatschen. Was ist mit dir? So, erzähl mal. Was ich an Pislot ändern würde, fragst du? Tja, eine Sache fällt mir da tatsächlich ein. Eine Hinrichtungsbühne auf dem Hauptplatz. Es sollte ein Porträt der Priorität sein, sie abzureißen. Jedes Mal, wenn ich an dem schrecklichen Ding nur vorbeikomme, stellen sich mir die Nackenhaare auf. Du verstehst sicher warum. Ja, kann man glaube ich verstehen, oder? Ich würde sagen, ja. Gehen wir mal in Richtung hier. Schauen wir mal. Hier schlägt mein Hudelalarm auch noch zu aus, ne? Komisch. Wo ist denn noch ein Hudel? Kann ich hier vielleicht irgendwo noch irgendwo mal rein? Wahrscheinlich alle Orte hier freigeschaltet vielleicht. Hallo? Du fragst Leute, was sie aus Kildozo, ich weiß den Namen nicht, verschwinden soll. Verschwinden? Und kann, also das kann alles sein? Naja, in dem Fall unter Ganabels altem Anwesen gibt es dieses riesige unterirdische Gefängnissystem. Weißt du noch, ich war dort eingesperrt. Egal, wie ihr es loswerdet. Ihr grabt es, jagt es in die Luft, was auch immer. Sobald lange es nie wieder als Gefängnis dienen kann. Also wollen die Leute im Grunde einfach die... Ja, let's report back to Bregan. Also im Endeffekt wollen sie... alles weghaben, was an die alte Herrschaft erinnert, ne? Würde ich jetzt so sagen, oder? Aber hier ist immer... mein Hudelalarm schlägt nicht aus. Hier bin ich schon wieder... wieder, ne? Ja gut, dann fahren wir jetzt erstmal die Stockwerke ab. Kickblock. Magier. Rudel sagt ja auch nichts. Ja, dann weiß ich auch nicht. Na, im Grunde dann alles abgefahren, sage ich mal. Was geht? Da muss ich leider mal runter noch rumlaufen, um zum Aufzug zu kommen. Ich müsste wahrscheinlich das komplette Gebäude hier abreißen, ne? Nicht mehr behaupten, um wieder Frieden zu finden. So. Wartet hier niemand? Okay. Ne, der Raum ist echt einfach nur dafür da. Bis kämpfen. Okay. Dann. Gehen wir unterirdischen Kanal, haben wir da was gefunden gehabt? Das sind Kalypso. So wie hier, ne? Mal dahin. Gucken mal eben schnell die ne? Kanal und so durch. Ups, falsche Taste. We're blown with the wind to get here faster.
Schauen wir mal schnell. Fündig werden. Schon letzte Nudel haben. Stay sharp. We're going in. Aber, ne. Bürgelchen sagt, ne, hier ist nix. Dann ist hier nix. Jetzt hab ich muss hier selbst den hochklettern, um rauszukommen. Mann, Mann, Mann. Gut, dann gehen wir hier. I don't sense any more enemies. Hast du? So, die hat uns auch ja hier anfangen gehabt, stimmt ja. Genau mich. Okay, off we go. Hier in dem Durchgang war mir nichts los, ne? Und ich erinnere mich. War echt irgendwie läppisch. War ja aber nicht wirklich was, ne? Hier direkt schon aus der Höhle wieder rausgekommen, ne? In die Wüste. Naja, vielleicht hab ich keinen Bock. Vielleicht hab ich eigentlich auch keinen Bock. Dann gehe ich hier lang, klammer ein paar Äpfel. Bin auf hier runter. Ich bin dann hier ins Wasser. Bin dann safe für euch. So. Ja, warum ist eigentlich mehr gewesen? Da ist noch was. Ich will alles im Wasser haben. So. Was? Eieiei. Ich laufe im Wasseranimation ist echt extra langsam gemacht worden. Da können sie mir erzählen, was sie wollen. So, ein bisschen Lachs bekommen und alles. Hier noch irgendwie was. Ja, so erstmal nicht. Ja. Den verlassenen Durchgang haben wir. Höchstens hier noch irgendwie was. Gucken wir mal. Will ich sagen, eben schnell. Wollte ich nichts vergessen haben. Zählen wir mal sein noch, ne? Unser Hudel sagt hier keine Reaktion, ne? Nein. Haben wir hier auch keinen gefunden, ne? Was hier? Wir haben uns sogar einen Hudel gefunden gehabt. Wir porten uns trotzdem mal hin. Wir laufen jetzt mal eben schneller alles ab, komm. Zack, zack. We've reached our destination. Aber kein Hudel. Camping out. Das können wir eigentlich auch noch machen, weil wegen gewissen Vorteilen. So. Finally. If only we could have flown with the wind to get here faster. Ich denke, hier haben wir es getan, wo es jetzt hell geworden ist. Immer nicht, ne? Ja, hat es irgendwas mit der Hütte noch auf sich? Ja, hier an der Seite waren, glaube ich, Wölfe gewesen, ne? Immer. Jetzt weg. Jetzt aufgefallen. Jetzt soll noch was knurren, aber. I hate camping out. Jetzt haben wir hier vielleicht schon was. Schauen wir mal. I think it's safe to rest here now. Könnten hier resten? Echt? Wo denn? Wenig, ne? So. In der Grotte. Ja, noch was sein, aber die Grotte haben wir schon durchsucht selber, ne? Weil die Grotte ja noch, glaube ich, zum anderen Gebiet gehört? Nee, finally. If only we could have flown with the wind to get here faster. Der Schatten sah jetzt gerade ein bisschen komisch aus, oder? Mal hier in die Grotte rein. Nee. Auch hier ist nothing. Hier bin ich auch wieder gesagt wieder woanders. Da waren wir, da waren wir, da waren wir, da waren wir. Hier waren wir. Hier waren wir auch überall, ne? Ja. Die Block unter. Das war der Sammelraum. Ja, das war rechts, das war links rum. Sammelraum war geradeaus, dann war das Büro, dann über den Fahrstuhl überall hingekommen, ja.
Es ist ja rein theoretisch hier nur irgendwas geben. Aber keine Ahnung wo. Oder vielleicht, wenn wir durch das Fragezeichen-Ding gehen, dann vielleicht. Vielleicht können wir da noch was. Aber mach erstmal hier. Können wir auf jeden Fall jetzt sicher, dass wir alles abgearbeitet haben. Ich verstehe, die Leute wollen also, dass die Hinrichtungsbühne verschwindet. Das kann man ihnen kaum verübeln. Alright. Die Händler haben auch recht. Der Händler hat auch recht. Das sollten wir ebenfalls. Das Problem ist, dass mit der Unterhaltung komplex angehen sollte. Glaub mir, ich will genauso, dass diese Ortfirma versiegelt wird. Aber da haust noch einen Bewohner, der die Sache etwas verkompliziert. Redest du von einem Zeuge? Ja, immerhin ist er in einer Zelle eingesperrt. Aber solange er noch da noch herumtreibt, traut sich keiner, einen Fuß ins Gefängnis zu setzen. Also, wenn wir uns um ihn kümmern, ist das Problem gelöst. Was würde ihr für uns tun? Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, dass ich euch mit euch um so etwas viel groß. Dass ich euch um so einen viel größeren Gefallen bitte. Ist ja so viel größer. Hier sind die Schlüssel zur Zelle. Das Biest ist groß und greistig, wie selbst für ein Zeuge. Passt da drin gut auf euch auf, ja? Okay. Machen wir trotzdem. Was ist neu hier? Können wir speichern, ne? Vorher, schön. So, speichern. Dann speichern wir hier. Zack. Fast 11 Stunden Spielzeit. Aber ich habe echt Bock auf das Spiel. Aber es zieht sich auch irgendwie so ein bisschen, muss ich gestehen. Also bei anderen Spielen, da vergeht mir die Zeit viel, viel schneller, muss ich sagen. Deswegen. Was ist denn da? Was wollt ihr? Seid ihr hergekommen, um euch abzuholen und fortzuschaffen? Nein, wir sind hier, um den Gefängnis komplett für ein für alle Mal zu verschließen und zu versiegeln. Wollt den Ort hier abriegeln? Heißt das, ich muss von hier verschwinden? Willst du uns etwa sagen, du bist freiwillig hier? Was? Ein Spitzel, hm? Ja. Das merkt man schon an der Art, wie er sich benimmt. Du hast Angst, dass sich jemand dafür rächt, dass du ihn angeschwätzt hast. Also hast du beschlossen, dich hier zu verstecken. Habe ich recht? Ich habe sie nur verpfiffen, bevor sie mir das Gleiche antun konnten. Zur Selbstverteidigung. Dafür bin ich doch nicht zu bestrafen, oder? Wir sind alle unter diesem Sorg. Wenn du mit ihnen sprichst, kommt ihr vielleicht zu einer Einigung. Auf keinen Fall. Ich kann mich ihnen nicht einfach so ausliefern. Würde mich sofort um die Ecke bringen. Was willst du sonst machen? Du kannst dich nicht ewig verstecken. Wenn ich hier nicht bleiben kann, suche ich mir ein anderes Versteck. Zum Beispiel im unterirdischen Kanal. Da finde ich sicher was. Du bist doch so entschlossen, weiter wegzulaufen. Wieso verschwindest du nicht einfach aus weil kein Dorf einen völlig Fremden wie mich aufnimmt. Außerdem ist es außerhalb der Hauptstadt so kalt, dass ich auf keinen Fall überleben würde. Also wirst du den Rest deines Lebens damit verbringen, dich zu verstecken? Das ist doch kein Leben. Halt die Klappe, Junge. Warum interessiert es dich überhaupt, wie ein Mistkerl wie ich sein Leben lebt? Weißt du, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, dass es dir wesentlich besser damit gehen würde, auch einmal komplett neu anzufangen. Bei dir klappt das verdammt einfach, klingt das verdammt einfach. Das ist es aber nicht. Du erinnerst mich an diesen alten Kerl, der hingerichtet werden sollte. Er spricht etwa echt so wie du. Er fordert die Leute dazu auf, nicht so zu sein wie er und sich zusammenzureißen. Ich wäre nicht in diesem Schlamassel, wenn ich das könnte. Fragt euch selbst, was ihr unter keinen Umständen verlieren wollt, sagte er. Haltet es fest und lasst es nie wieder los. Verdammt. Warum musst du auch losziehen und dich wie dieser Rebell aufführen? Jetzt muss ich die arme Seele weg von ihr. Und dann, wenn ich zu demjenigen gehe, den ich verraten habe und mich entschuldige, glaubst du dann wirklich, dass ich nur anfangen kann? Ja, wenn du das wirklich ernst meinst. Na gut, ich vertraue dir, Fremder. Wünsch mir Glück, ich werde es brauchen. Das war jetzt irgendwie total unnötig, dieser Dialog. Aber gut. So. Das sieht auch wie die Zelle aus. Sobald sie offen ist, geht der Kampf los. Seid ihr bereit? Zelle öffnen. Gut, das ist unser Ziel. An die Arbeit. Level 21. Okay, das müssen höher als wir. War noch machbar. Würde ich sagen. So. So. Zack, zack.
Mystic Phoenix! Storm! Lightning Storm! Great! It looks like you got this one covered! Big Flash! Yeah, in the wind! Air Thrust! Take this! Rising Wyvern! Perfect Hustle! It's over! Hands in the wind! Mirage! Air Thrust! Oh, I'm done. Let's do it! Here's a healing arc! It's over! First aid! Now, let loose! I'm on it! I'll come in here! All finished! Here and now! Ignite! Lightning orb! Boom! Here I go! It's over! Astral Blade! Say no more! Boom! Take this! If it's in the sky, it's mine! Oh, der Angriff ging einfach ins Leere. So. Ich denke, dass sie dann warum heilst du mich und so. Der ist aber noch getroffen, sehr schön. So. Boom. Komm on! Oh, die beiden diesmal! Bam! Und was sie besiegt. Nice. Dafür gibt es hoffentlich gute Punkte. Astralblumen haben wir bekommen. Ein Schlüssel für eine verborgene Kammer. Aha. Heißt das, weiß nicht, wo eine Kammer sein könnte. Gibt es diese Kreatur auch bei Dingens Moments? Beim ersten Gebiet? Soll er in den verschlossenen Raum mitschreien können? Ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt der richtige Weg ist. Ich hoffe doch. Ja, zumindest eine kleine Belohnung wert, oder? Um ein stetiges Vieh besiegt zu haben. Müssen wir mal schauen. Haben wir ja jetzt. Könnte mit Schüssen funktionieren. Ah. Öffnen wir die verborgene Kammer hier. Zack, noch mehr Waffen. Ein Hudel. Glücksreif. Ups, falsche. Ausrüstung. Wo haben wir denn? Glücksreif da. Mehr Objektfunde. Okay. Brauche ich jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Aber gut, haben wir das auch erledigt. Sehr schön. Dann können wir unseren Auftrag abgeben. We've reached our destination. Hallo. I see. Es gab also einen Informanten, der dort versteckt hat. Ich muss mir vorstellen, dass es in dieser Stadt keine einzige Seele gab, die an diesem Tag Zephyrs Worte nicht hörte. Right. Du hast sicher recht und die Leute nahmen sie sich zu Herzen, begannen sich langsam aber sicher zu verändern. Vielleicht müssen wir im Moment noch vorsichtig sein. Eine neue Ära hat für dieses Reich geschlagen. Sie stecken immer noch in den Kinderschuhen. Aber diese Veränderung ist echt und findet statt. Stück für Stück. Ja, ich schätze, dass mein Vater sagte, dass die Seele dieses Mannes wirklich gerettete? Zumindest in gewisser Weise. Vielleicht aber dein Drängen hat ihn überhaupt erst daran erinnert. Auch dir gebührt viel Anerkennung, Lor. Danke, Alfen. Wie auch immer, jetzt ist dieser Zeugel ja Geschichte und wir können das Gefängnis endlich verriegeln. Nochmals vielen Dank für eure Hilfe. Yay, Quest abgeschlossen und ziemlich viel Geld bekommen. Cool. Ein bisschen FP sogar noch. Der will immer noch was von uns. Unglaublich.
Gut, das machen wir dann erst in der nächsten Folge, würde ich sagen. Also, haut rein. Ciao, ciao.